Er hat es geschafft, hat wieder Arbeit gefunden. Heiko Breitenbach mit 51 Jahren. Nachdem er fast 7 Jahre arbeitslos war. Hunderte Bewerbungen hat er geschrieben. Zum Vorstellungsgespräch hat er es genau 3-mal geschafft. Eines davon hier in der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz. Hier hat es endlich geklappt. Oh, das fühlt sich gut an. Das ist also seit dem 15. Mai arbeite ich hier in der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Und seitdem geht es mir richtig gut. Ich bin wieder dabei. Ich arbeite, ich habe liebe, nette Kollegen. Ich bekomme Geld. Ich darf auch Steuern zahlen, super, ja. Er ist auch deshalb besonders glücklich, weil er wieder einen Job gefunden hat, obwohl er unter Depressionen leidet. Er hatte Panikattacken, Therapien haben ihm zwar geholfen, doch das hat seine Jobsuche nicht gerade einfacher gemacht. Das war sehr schwierig. Ich bin psychosomatisch erkrankt und bin dadurch auch berufsunfähig in meinem alten Beruf geworden. Und musste jetzt dann natürlich eine Arbeit finden, die ich noch in der Lage bin zu leisten. Ich habe bestimmte Einschränkungen, ich kann nicht mehr alles machen. Ich kann nur noch halbtags arbeiten. Heiko Breitenbach ist Diplom-Sozialpädagoge. In seinem vorletzten Job war er Vermittler für Langzeitarbeitslose. Jetzt verteilt er die Post im Botendienst. Eigentlich ist er damit unterfordert, aber er konnte seinen Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch überzeugen. Er war offen, er hat seine Probleme angesprochen und damit ist er unter die ersten beiden gerutscht. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, die zweite Mitbewerberin, die noch im Rennen war, war in einer festen Anstellung. Und dann haben wir gesagt, okay, Herr Breitenbach ist schon so lange arbeitslos, geben wir ihm eine Chance und haben ihn eingestellt. Und wir haben es nicht bereut. Einen Lohnkostenzuschuss für den Arbeitgeber gab es in Heiko Breitenbachs Fall nicht. Arbeitsminister Hall von der SPD will unter anderem solche Zuschüsse zahlen, um Langzeitarbeitslosen besser Jobs zu vermitteln. Für Heiko Breitenbach führt das in die falsche Richtung. Förderung sollte meiner Meinung nach auf anderen Wegen erfolgen. Es müsste viel aktiver mit den Langzeitarbeitslosen umgegangen werden. Es müsste mehr Programme geben, es müsste mehr Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen geben und nicht immer das Abwarten, Abwarten. Sein Schlüssel zum Erfolg, selbst aktiv sein. Heiko Breitenbach sagt, wer sich auf die Arbeitsagentur verlässt, ist verlassen.